hatte mal einen komischen Traum. Ich überlebte den Atomschlag, man glaubt es kaum. Ging gleich zum Psychiater am nächsten Tag. Man wollte mal wissen, was der dazu sagt. Er sagte, keine Sorge, mein Lieber. Sie haben nur schlecht geträumt. Diese Träume sind auch nur in Ihrem Kopf. Moment mal, sagte ich, die sind in mir drin, er rief, Schwester, Spritze, ich wusste, er spinnt, griff meinen Arm und ich schrie, Autsch, da lag ich auch schon auf der Psycho-Couch. War ganz ruhig, mein Lieber, schöner Reihe nach, klingt ja hochinteressant. Also das Ganze passierte morgens um drei und nach ein paar Minuten war alles vorbei. Ich war gerade auf Schicht in der Kanalisation, der Hund plötzlich strahlend hell und ich dachte schon, Manu, wer hat da das Licht angeknipst? Ich stieg aus dem Gulli und ging hin und her, kreuzte quer, doch die Stadt war leer. Ich stand dumm rum und dachte, wo geht's lang? Zündete mir eine Zigarette an der Parkuhr an, aber sonst war es eigentlich ein ganz normaler Tag. Tag wie jeder andere. Da unten an der Ecke am Frittenstand sah ich einen Mann am Straßenrand. Ich wette, er dachte, es gibt in der Stadt nur zwei, denn als er mich sah, lief er weg mit Geschrei. Ich dachte wohl, ich bin Kommunist oder so. Ich löste eine Fallout-Sirene aus und rief, ist hier jemand? Ging in ein Haus, ich musste was essen, mein Hunger war groß. Ein Gewehrschuss krachte und ich rannte los. Kein Wunder, so wie ich aussah. Dann sah ich eine Frau, ich rief, komm, wir spielen. Ah, da wurde Eva im Paradies, nahm ihre Hand und mein Herz ging schnell, als sie sagte, hey Typ, bringst es aber ganz schön grell. Siehst du, was letztes Mal daraus geworden ist. In der Stadt lag niemand drin und die Reifen waren platt. Ich haute mich auf den Fahrersitz und lachte wie nach einem bösen Witz. Okay, 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 Benz ist ein gutes Auto zum Fahren. Ohne Führerschein, mit platten Reifen, nach dem Atomschlag. Ich erinnere mich, irgendwann drehte ich mal das Radio an. Ich hatte meine Rundfunkgebühren nicht bezahlt, denn der Lautsprecher hat so gekracht und geknallt. Scheiß Programm. Und der Rekorder war auch hin. Und zum Glück. Und da steckte noch eine Kassette von Gotthilf Fischer drin. Ich fühlte mich einsam, verlassen, allein, brauchte jemand zum Reden. Da fiel mir was ein. Ich rief die Zeitansage an, nur um die Stimme zu hören. Ich glaube, es war ein Mann. Beim nächsten Ton des Zeitzeichens ist es 3 Uhr. Er sagte das über eine Stunde lang und ich hängte wieder ein. Der Doktor unterbrach mich ungefähr hier und sagte, ey Mann, Ihnen ging's ja so wie mir, nur ein bisschen anders. Ist ja klar, dass in meinem Traum ich der Überlebende war. Übrigens, wo waren Sie eigentlich? Hab Sie gar nicht gesehen? Heute sieht's nicht mehr so aus, als hätten viele solche Träume zu Hause. Es soll immer welche geben, die glauben bestimmt, dass sie allein die Überlebenden sind. Mein Gott, was für ein Leben. Auf jeden Fall, wir waren herzlich eingeladen zu meinem Traum. Lasst mich dafür auch mal in eure Träume schauen.